So, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich eine traurige Nachricht verkünden, sagen, zeigen. Und zwar für die, die es vielleicht jetzt schon sehen können. Es ist der Start-LKW von meiner beliebten Folge Truck Simulator. Und jetzt mü müsste ich was verkünden, was traurig ist, was mich auch selber traurig macht, was ich selber nicht gedacht hätte. Aber wenn wir jetzt mal kurz ins Menü gehen, können wir sehen, wir haben nur ein Budget von 8.924 Euro. Vorher hatten wir über 200.000 Euro und wir sind auf Level 1. Unsere ganzen 30 Level sind weg. Wenn wir mal in die Garage schauen, sehen wir, dass die ganzen LKWs und die ganzen Hänger alle wieder geschlossen sind. Meine Vermutung ist, das Spiel hat vor 2 Tagen, 3 Tagen sich aktualisiert. Ich bin ins Spiel gegangen und auf einmal war alles weg. Und weil ich jetzt wirklich keine Lust mehr habe, 30 Level wieder zu fahren, weil das sehr, sehr lange dauert, habe ich beschlossen, das wird die letzte Folge sein vom Truck Simulator. Und damit würde ich auch wirklich das Thema Truck Simulator beenden. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das wird jetzt die letzte Abschlussfahrt vom Truck Simulator. Ich bin irgendwie, naja, wie soll ich sagen, wirklich traurig, dass es jetzt. Wir fahren nach Frankfurt. Irgendwie bin ich wirklich traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß auch nicht, weil irgendwie macht es mich traurig, irgendwie macht es mich wütend, warum auf einmal alles weg war. Was? Warum passiert sowas, gell? Beim Aktualisieren, gell, da müssen noch neue Sachen mit dazukommen. Und nicht einfach, dass auf einmal alle Sachen verschwinden, das finde ich gerade voll scheiße halt. Und ihr wisst ja, dass manche von euch haben es schon gespielt, dass ich so 30 Level nicht so einfach wieder fahren lassen, als wäre das wäre in einem Tag erledigt. Nee, das hat ja monatelang gedauert. Die Folgen kamen ja auch monatelang. Und es dauert halt so lange und sowas macht mich halt wütend. Und auch irgendwie traurig, dass es jetzt vorbei ist. Weil es war halt der Anfang, erste, zweite Folge war sehr, sehr beliebt und ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Die nächsten Folgen gingen so, naja. Aber ich glaube, die letzte Folge wird doch mal alles ein bisschen rausreißen. Weil ich denke, jetzt sind viele schon leicht traurig oder angeschlagen, weil es halt die letzte Folge ist. Also mich macht's wirklich traurig, weil es immer wieder lustig war. Aber was will man machen? Man kann keine 30 Level jetzt erfahren, das dauert viel, viel zu lange. Deswegen sage ich einfach, wir fahren einfach hin, laden zum letzten Mal ab und dann ist Schluss. So, manuell, geben wir mal kurz ein. So. Naja, was will man machen? Und diesmal möchte ich auch nicht so eine Timelapse mit einfügen, sondern ich wirklich die ganzen 10 bis 13 Minuten hier reden und mit euch quatschen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video jetzt fandet und wie ihr mit dem Thema auch zurechtgekommen seid, sage ich jetzt mal, wie ihr die Folgen alle fand, wie ihr das Thema fandet. Und schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr als neues Thema euch wünschen würdet. Weil irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Weil es kann ja nicht aufhören, gell? Schreibt gerne in die Kommentare, was ein neues Thema wäre. Und dann kann ich mal schauen, ob es möglich ist. Und dann können wir es spielen. Ganz einfach. So. Naja. Ist halt scheiße. Schade auch. Ich weiß nicht, warum sowas passiert. So. Also wir haben jetzt noch 449 Kilometer.
und fahren nach Frankfurt. Komm jetzt hier, du schwarze Limousine, aber jetzt mach mal hinne. So, also ich habe mich hier auf manuell, auf Schalter eigentlich sehr gut zurechtgefunden. Macht irgendwie, finde ich, mehr Spaß, als wenn du von Auto, wenn du Automatik nimmst. So, los weiter. Und vor allen Dingen, um das euch auch mal zu erzählen, gell? Immer wenn ich im Automatik bin, gell? Dann schaltet der viel, viel zu spät runter. Zum Beispiel, wenn du einen Berg hochfährst, gell? Dann muss man ja runterschalten, weil er es vielleicht nicht schafft mit der Leistung, gell? Und hier bleibt er im 12. Gang und fährt einen Berg hoch, gell? Und dann schafft er es nicht. Und dann muss ich immer bremsen, also auf dem Berg immer bremsen und schauen, wann er endlich zurückschaltet. Und das kotzt mich sowas von an. Und deswegen habe ich mich hier auf Schalter wirklich spezialisiert, weil hier kannst du selber entscheiden, wenn du runterschaltest und hochschaltest. Und er kann, und so geht es mir auch vom Gefühl her, bist du vom Stand her schneller, weil du, finde ich, perfekter die Gänge reinschalten kannst als das Automatik hier im Spiel. In echt ist das Automatik natürlich schneller, aber hier im Spiel, finde ich, ist selber die Gänge zu schalten, ist da viel einfacher. Und gut, entspannter nicht, aber einfacher. So, gehen wir mal kurz tanken. Auch wie gesagt, das letzte Tanken. Ich finde es echt traurig. Aber naja. Irgendwann endet mal alles. Ist ja klar, dass irgendwann mal alles endet. Aber ich hätte jetzt sowieso gesagt, wenn ich jetzt, ich verlinke euch mal oben meine anderen Videos, wenn ich alle LKWs gekauft hätte, gell, dann wäre die Ära vom Truck Simulator sowieso vorbei gewesen. So war, so war eigentlich auch mein Plan. Und ich finde, das geht jetzt hier alles viel zu früh, weil ich ja selber nicht wusste, dass das so schnell geht. Ich hier Fehler gemacht, ich habe zu früh hochgeschalten. So, jetzt muss man immer so leise sein, dass man so versteht. Jetzt. So, jetzt müssen wir nach rechts. So, noch 314 Kilometer Frankfurt. So, und was ich auch machen möchte, ich versuche dann auch zu. Ich versuche dann von der Folge hier so wenig wie möglich wegzuschneiden, weil ich finde, das soll eine Folge werden, wo ich nicht drin rumschnibbele und irgendwas wegmache, was mir nicht besser gefällt, sondern es soll wirklich eine Folge sein, so eine Abschlussfolge. Dass ich möchte einfach alles drinnen lassen. Und die das Thema Truck Simulator wirklich verfolgt haben mit und sich auch die Videos immer mit angeschaut haben, den empfehle ich auch dieses Video jetzt wirklich mal anzuschauen und mal die letzte Folge zu genießen. Muss ich mal so sagen. Und ich bin mal wirklich auf die Reaktion dann von euch gespannt, wie ihr das empfindet jetzt, dass es vorbei ist. Und da bin ich mal gespannt, was als neues Thema kommen wird. Da bin ich selber mal gespannt. Ich weiß es jetzt noch nicht. Bei ihr, wie gesagt, könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch gern wünschen würdet. Und dann könnte ich mal schauen, ob es möglich wäre und dann können wir das machen. Ja. Aber sonst ist alles gut. Wir können noch mal alles mal ausprobieren. Scheibenwischer. Naja, 50 Kilometer bis nach Frankfurt. So, hier noch mal. Ach ja, da vorne ist noch mal eine Tanke. Wollen wir noch mal tanken? Nee, diesmal fahren wir durch. Diesmal fahren wir durch. Ich habe ja gesagt, es wird jetzt der letzte Tankstopp werden. Wir können hier noch mal in die Ansicht. Uah. Ja, die Ansicht ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich hier nicht so dran gewöhnt bin. So.
So, überholen wir ihn, ja! Wie gesagt, was ich auch schon mal letztens gesagt habe, ist, dass in diesem Spiel wirklich die LKWs den Vorrang haben. Weil ihr, guck mal hier, ich fahre jetzt mit gemütlichen 97 hier lang und ich überhole neben mir auf der linken Spur ein PKW. Gell? Kann man sich gar nicht vorstellen, das mit 100. So, ja, jetzt geht's bergauf. Aber er ist immer noch hinter mir. Er ist immer noch hinter mir. So. Und ich fahre ihn jetzt davon. Auf Wiedersehen. So. So, als Thumbnail. So, oh, Frankfurt, da geht's nach. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Komm, lasst mich rein. So, neben mir ist gerade meine Katze, die ist unterm Bett. Ich frage mich, was die immer macht unterm Bett. Ach, scheiße! Hä? Ich habe mich verfahren, was so in der letzten Folge alles passiert, gell? Also ich frage mich immer, was die Katze unterm Bett macht, gell? Immer ist die unterm Bett und krabbelt da so rum. So hoch. Scheiße, also ich bin ja... Entschuldigung. Also auch wenn es verboten ist, ich habe gerade... Komm. So. So, wir machen mal noch Warnblinker an. Dass man auch... Ups. Entschuldigung. Dass man auch merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und was mir jetzt noch einfällt, gell? Manche mögen's. Ah ja, hier. Ups. Oh, jetzt könnt ihr hier den Qualm sehen. So, jetzt zurück. Boah, jetzt habe ich den hinter mir geschliffen. So, vorwärts, komm. Komm, fünfter, drei, vier, komm. Sieben, jetzt. Also, was sich auch viele wünschen, und was auch in meinen letzten Videos oft mit unten in die Kommentare geschrieben wurde, ist... Oh, warte, runter. Ist die Hupe, weil die vielen nämlich sehr gefällt. Keine Ahnung warum, aber ist halt lustig. So. Boah. Das Problem ist hier halt, ich kann jetzt nicht gleichzeitig hupen und lenken, deswegen muss ich immer mich abwechseln. So, da vorne muss ich gleich wieder... Warum fährt er hier mit 60? Mann, oh, Verkehr. So, komm aus dem Knick. Ist ein LKW, muss man verstehen. Komm. So, komm. Es sind noch rund 100 Kilometer und dann beende ich die Folge. So, jetzt hier 12. So, 85 Kilometer und wir gehen heute auch zum letzten Mal in die Werkstatt. Weil wir haben ja jetzt schon kleine Unfälle gebaut. Da können wir das reparieren lassen. Blöde. So, da oben müssen wir raus.
So, immer blinken, blinken, nie vergessen. So, hier ist eine 40, ist egal. Ups. Ja, die Geräusche heißen, wenn du im falschen Gang bist und zu schnell bist. Ah, oh, na, Mann, komm. Achter. Jetzt geht's voran. So. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei. So. Da vorne ist schon eine Pfeil. Wir gehen aber jetzt noch mit der Ware reparieren. Oh! Gott, war das knapp. Fünfter, komm, jetzt kommt er nicht aus dem Knick. Jetzt. So, jetzt, komm. So. Einmal drehen. Einmal wenden. So. Er hat einen guten Wendenkreis hier. Einmal rum. So. 47 Euro. So, starten wir jetzt nochmal durch. Einmal, komm. Einmal starten wir jetzt nochmal durch. 100. Schade, aber. So. Und auch mal. Diesmal machen wir es mal. Oh, bremsen. Wir parken jetzt auch mal ein. Das ist auch so eine Sache, die ich selten mache. Weil ich es immer einparken lasse. Diesmal parken wir mal ein. Auch so als krönenden Abschluss. Wie gesagt, das mache ich jetzt alles nur wegen der letzten Folge. So. So. So, gerade perfekt. So, Level 2 haben wir jetzt schon. Aber wie gesagt, Level 30 schaffen wir einfach nicht. Das dauert viel zu lange. Deswegen, so. Jetzt haben wir es geschafft. Da ist er. Da. Parken wir nochmal schnell ein an der Garage. Na guck mal, geht mal gar nicht weiter. Auch gar nicht, guck mal. Wenn du zurückfährst, endet das hier schon. Ach so, okay, gut. Naja, gut. Und damit würde ich zum letzten Mal. Und damit würde ich zum letzten Mal. Auf Wiedersehen sagen vom Truck Simulator Europa. Haben die Folgen gefallen? Mir haben sie immer sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, bei euch kamen sie auch gut an. Lasst bitte gern ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und da würde ich sagen, Leute, hat Spaß gemacht. Es war immer schön. Und da würde ich sagen, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, schreibt unten in die Kommentare ein neues, großes Projekt, was man starten könnte. Schreibt gerne rein. Und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
du, 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 du.